Delegiertenversammlung der FDP in Willisau. Fazit: Die Liberalen unterstützen für den zweiten Wahlgang vom Regierungsrat Paul Wieniker, SVP, und Marcel Schwärzmann, parteilos. Grund: Der Finanzdirektor Marcel Schwärzmann hat die bürgerliche Finanzpolitik mitgetragen und auch gut geschafft. Die Unterstützung für den SVP-Kandidat wird damit begründet, dass die SVP die zweitstärkste Kraft im Kanton ist und darum auch in die Regierung mit eingebunden gehört. Im Weiteren hat man es gut den Abschneiden vom Regierungsrat Robert Küng aus Willisau gefeiert und das Resultat vom ersten Wahlgang zufrieden analysiert. Robert Küng, recht herzliche Gratulation. Das zweitbeste Resultat auf Parteienstärke gesehen, wenn wir das mal anschauen, vielleicht sogar das Beste. Wo liegen da die Gründe? Ja, danke für die Gratulation. Wahrscheinlich sind sie vielfältig. Es ist ja nicht nur ein Ohrzuche. Ich schreibe es in dem zu, dass sich ein sehr breites Departement darf führen darf, das vom Umweltschutz über den Verkehr bis zu der Raumplanung, Landwirtschaft, alles drinnen ist, also mit einem Haufen Kontakt unterwegs bin. Das bietet die Chance, auch eine gute Dienstleistung in der Breite zu zeigen, überzubringen. Das ist mal das eine. Und das andere ist wahrscheinlich meine, wie man nachher sagt, offene Art, können zu hören und daraus aus den Herausforderungen heraus Lösungen anzubieten. Jetzt geht es weiter, 4 Jahre. Oder? Es gibt noch einige Sachen, die man anpacken muss. Was sind das für Projekte? Es sind 2 Kategorien, die mich beschäftigen. Das sind einmal die langfristigen Verkehrsprojekte, der Durchgangsbahnhof, dann der Bypass Luzern mit dem Spangenort. Da reden wir von einem Zeithorizont 2030. Ein Hochwasserschutzprojekt Rüss, das in den nächsten 20 Jahren realisiert werden soll. Das sind die langfristigen, die kurzfristigen, neues Energiegesetz. Kurzfristig auch den kantonalen Richtplan können für die Raumplanung weiterzutreiben, können zu verabschieden und auf Bern zu schicken. Das sind so etwa die Hauptpunkte, die mich beschäftigen. Gibt es da besonders schöne, wo man mit einem Lächeln dran hergeht? Ja, es gibt natürlich immer schöne und ein bisschen unschöne Sachen. Wir können aber die selbstverständlich nicht so kategorisieren. Es gibt deren, die einem gelingen, die bereitet auch Freude. Es gibt deren, wo man ein bisschen länger daran arbeiten muss. Das ist dann, in diesen Projekten muss gewisse Beharrlichkeit dann an den Tag gelegt werden. Also, an diesen Äußerungen, die ich jetzt mache, spürt man, ein bisschen, dass es sehr spannend ist und nicht immer alles geradlinig mit eitel Freude für alle vorwärts geht. Wo gibt es so ein bisschen Problemfelder, wo man eher so ein bisschen muss den Ellbogen hinterher litzen, bis man es erreicht? Also wir haben, wenn ich die Gesamtregierung anschaue und das Departement verlasse, haben wir die Herausforderung in der finanziellen Situation. Wachstum, mehr Schüler, mehr Kilometer Strassen, mehr öffentlicher Verkehr, das bindet Geld, das kostet Geld. Wir haben eine Steuerstrategie eingeschlagen, die wir noch 2 Jahre brauchen, nach meiner Prognose, bis wir auf der Einnahmenseite auch einen Schritt vorwärts machen können. Also der Verteilkampf auf die einzelnen Leistungen, die der Staat muss bringen muss, schaue ich im Moment als grosse Herausforderung an. Nicht nur über das Abschneiden vom Regierungsrat Robert Küng ist die FDP höchst zufrieden, sondern über das Wahlresultat allgemein. Was für ein Fazit zieht der Parteipräsident Peter Schilliger? Natürlich ein Positives. Es sind 2 Sachen. Einerseits, dass man über gute Köpfe verfügt. Die Wahl vom Regierungsrat Robert Küng hat das bewiesen. Und im zweiten Bereich, dass wir uns mit unseren Themen wieder gut ankommen mit dem Volk. Dass die Frage über Wirtschaftsfragen, über Effizienz und so weiter, dass wir da gut positioniert sind. Genau, das ist fast schon die Beantwortung von der zweiten Frage. Wo seht ihr die Ursache? Was waren eure Themen? Eben, das glaube ich schon. Wir sind nicht per se eine Sparpartei oder irgendetwas. Wir wollen effizienten Mitteleinsatz. Wir wollen definieren, dass wir in einer Unternehmung, dass man mit Ressourcen sorgt, aber das wirtschaftlich, dass man mit den Leuten umgeht, um eine gute Bildungspolitik, dass aber auch das Umfeld, das steuerliche Umfeld gut muss sein, dass die Unternehmen motiviert sind, gut zu arbeiten. Und das ist die FDP-Welt.
andere Frage, aber vielleicht gleiches Thema. Wo drückt die Bevölkerung den Schuh nach Ihrer Meinung? Die Bevölkerung hat nach meiner Meinung zwei Themenbereiche. Eins ist sicher die Migration, die ganze Ausländerfrage. Der Schweizer tut sich schwer, wenn er zu fest mit Neuem konfrontiert wird. Und das Zweite, und dort dann koppelt sicher auch die Angst, eine gewisse Angst um Arbeitsplätze. Es ist so eine unsichere Situation vorhanden mit der Euro-Schwäche. Und ich glaube, in diesem Umfeld tut sich vor allem Gedanken vom Schweizer im Moment bewegen. Dann zu der Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang. Die FDP hat eine gute Auslegeordnung gemacht. Wir sind auch klar der Meinung, dass die Wahl vom SVP-Kandidat Wienicker soll möglich sein. Die Kandidatur ist glaubwürdig und damit ist eine Partei gebunden von der SVP, die eigentlich in die Regierung gehört. Wir haben uns noch vorgestellt, soll man den Marcel Schwertzmann oder Frau Zopfi dazu ergänzen. Und die FDP hat sich klar für den bisherigen Regierungsrat Marcel Schwertzmann entschieden. Ich gehe davon aus, dass diese Begründung vor allem dort drin zu suchen ist, dass wir von der FDP-Seite eine Finanz- und Steuerpolitik weiterhin haben wollen, wo vorwärtsorientiert ist, wo wirtschaftsfreundlich ist. Die linke Seite hat uns laufend kritisiert in der Vergangenheit, dass wir Steuerpolitik machen, die ruinös sind, die katastrophal sind für den Kanton. Und ich glaube, das ist gleichzeitig auch das Urteil gegenüber von der Frau Zopfi gewesen, dass man gesagt hat, unter so einer Parteivertreterin wollen wir nicht in die Regierung wählen. Trotzdem ist es ja ein Votum von einem Delegierten, dass man jetzt keine Frau im Parlament hat und auch keine SP, wo es vielleicht zu einer Retourkutsche kommt im nächsten, wenn zum Beispiel eine FDP sollte zurücktreten. Ja, das ist gut möglich. Die FDP ist gegen Quotenregelungen. Die FDP ist immer auch bereit, einer Frau eine Chance zu geben. Und uns ist das wichtig. Aber hier geht es jetzt um den Kopf. Es sind drei Personen, eins davon eine Frau und die anderen beiden Köpfe überzeugen mich. Und darum ist das Urteil so gefällt worden. Der Regierungsrat, ein eingespieltes Team, jetzt sieht es aus, als würde gerade ein Gesicht ausgewechselt. Was hat man da für ein Gefühl dazu, für die Einstellung? Also als Regierungsmitglied tun wir uns gar nicht äussern, so den Gespendli, wenn ich das mal so darf sagen, wo wir da zusammen arbeiten. Das ist ja ganz anders als in einem Verwaltungsrat. Wir können uns das Führungsgremium selber ja nicht auslesen. Das ist ja auch gut so. Die Bürgerinnen und Bürger bestimmen, wer in die Regierung kommt. Und wir haben die Aufgabe als bisherige, das zu akzeptieren und einen Zusammenraufungsprozess wieder zu machen. Das ist gleich, ob das eine Dame von links ist, ein Herr von rechts oder ein Parteiloser von der Mitte. Das ist unsere Aufgabe und mit dem wird auch die neue Regierung in welcher Zusammensetzung auch immer fertig. Es ist ja noch einiges zu machen. Heute ist ja auch die Zukunft ein kleines Blickfeld gerückt. Gibt es eine dritte Wahlperiode von Robert Küng nach dem guten Resultat? Ja, es gibt jetzt eine zweite, die wir mit Elan in Angriff nennen. Die dritte gibt, das steht im Moment in den Sternen. Das werden wir dann in etwa in 3 Jahren anpacken und mit der Partei besprechen. Jetzt konzentrieren wir uns erst auf die Arbeit. Voten, Analysen und Beschlüsse. Verpassen Sie nicht die Sondersendung zu der Delegiertenversammlung von der FDP. Den genauen Sendetermin sehen Sie auf der Programmtafel gerade anschliessend.